Das halten die Temptation Island-Bekanntheiten Malisa und Fabio von den getrennten Showpärchen. Die Influencerin und der Sixpacks-Trainer wagen vergangenes Jahr ein etwas anderes Experiment. Bei Temptation Island stellen sie ihre Liebe auf die Probe und testen dabei die Treue des jeweils anderen. Nach vielen Tränen und auch einigen emotionalen Ausrastern entscheiden die Turteltauben trotzdem, die Show gemeinsam zu verlassen. Heute sind sie unzertrennlich. Doch damit sind sie die Einzigen, denn die Beziehungen der anderen Teilnehmer gehen in die Brüche. So feiert und flirtet beispielsweise Yassin ungeniert mit den Verführerinnen herum, weswegen seine Freundin Alicia letztendlich den Schlussstrich zieht. Auch für Malisa ist sein Verhalten ein absolutes No-Go, wie sie gegenüber Promi Flash verrät. Also ich muss auch sagen, zu 100% verstehe ich Alicia, als ich die Bilder in der Villa gesehen habe, wo sie abgebrochen hat. Ich habe selber so geweint, weil ich damit absolut nicht gerechnet hätte in dem Moment. Und ich glaube, da hätte jede Frau abgebrochen, weil es einfach schon krass war. Es war ein Schock. Dabei sind die zwei eigentlich von Anfang an das absolute Traumpaar. Zumindest für Fabio und seine Liebste. Deswegen hoffen die Blondine und der gebürtige Italiener trotz allem, dass Yassin und Alicia wieder zueinander finden. Also ich würde es mir wünschen für die beiden. Na klar. Weil ich persönlich finde, dass sie sehr, sehr gut zusammenpassen. Und also optisch, als auch, glaube ich, charakterlich. Wer weiß, ob die wieder zusammenkommen. Wenn Yassin vielleicht sich weiterentwickelt hat und nicht mehr so viel Party macht. Weiß ganz genau, wie Yassin Alicia liebt. Auch jetzt noch. Wen sie allerdings nicht mehr zusammen sehen wollen, sind Maike und Markus. Die einstige Bachelor-Kandidatin erklärt bereits in dem TV-Format, dass sie sich von ihrem Partner unterdrückt fühlt. Das bestätigt auch Malisa, die sich über deren Liebesaus freut. So, ich fand halt Markus' Verhalten nicht cool. Dazu stehe ich auch. Und Maike ist so richtig aufgeblüht dort. Wenn die sich getrennt haben, bedeutet das, dass die zueinander nicht gehören. Jetzt wünscht Malisa ihrer TV-Busenfreundin, endlich dem richtigen Mann zu begegnen. Und das Glück, mit einem anderen Partner an ihrer Seite zu finden. So wie die diesjährige Kandidatin Sabine. Ihr passendes Gegenstück findet sie nämlich auch erst nach der Sendung. Denn während der Dreharbeiten merken sie und ihr heutiger Ex Mike, dass sie nicht füreinander bestimmt sind und trennen sich daraufhin beim finalen Lagerfeuer. Die brünette Beauty ist mittlerweile neu verliebt. Und der Piercer aus Heilbronn scheint sich wieder mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Denn er speckt danach ganz schön ab. Richtig gut aus jetzt. Der hat so krass Sport gemacht. Meinte auch zur Schuh, wow, ey, du hast ja so krass abgenommen. Schwärmen Malisa und ihr Muskelpaket vom neuen Mike. Laut den beiden ist also auch diese Entscheidung die einzig richtige. Das TV-Format bringt demnach allen Teilnehmern Aufschluss über deren Leben und Beziehungen. Egal, wie es im Endeffekt ausgeht, schließt Fabio ab. Temptation Island ist nicht nur eine Show, um deine Treue zu testen. Es ist auch eine Show, um zu verstehen, ob dein Partner wirklich der Richtige ist.